Liebe Fußballfreunde, herzlich willkommen. Stadion Hoferfeld, Landesliga, 17. Runde zwischen dem SV Typico Lochau und Golm FC Schwarz. Gesponsert diese Pressekonferenz vom Team HIP in Lochau, Ihr Versicherer im Leiblachtal. Meine Gäste heute Johannes Netzer vom Golm FC Schwarz und Rade Plakalovic vom Typico SV Lochau. Johannes, zu dir. Schwunz trifft gerne gegen Lochau. Was ist das Rezept dafür? Rezept, weiß ich nicht. Das ist vor zwei Jahren eigentlich gegen Lochau immer verloren. Da hat es einmal eine Pressekonferenz gegeben, wo der Rade gesagt hat, dass die Schwunzer sehr gut kämpfen, aber nicht viel Fußball spielen. Aber mittlerweile haben wir ein bisschen was dazugelernt. Diese Saison haben wir in dem Fall beide Spiele gewonnen. Und ich kann nur meiner Mannschaft gratulieren. Wir haben in der Startelf 4 96er Jahrgänge. Und zusätzlich muss ich sagen, dass da 9 Schwunzer am Spielfeld gestanden sind. Und das macht mich einfach stolz, dass wir das so hergebracht haben. Gerade. Stimmt es, dass uns noch kämpfen kann und den Fußballspieler? Was war jetzt das Problem? Ja, das Problem waren sie viele. Also meine Mannschaft hat heute keine Mittel gefunden zum Tor machen. Zu viel Abschüsse, keine finale Pass kommen. Wir haben Christen Schuss wartet auf Konter, ist immer Christen. Und wir haben einfach zu sagen, wir haben über Freitag sind, haben wir auf Tor geschossen und so kann man Spiele gewinnen und gegen Gegner, wo richtige Zeitpunkt 1 Druck macht, wir müssen jetzt mehr rufen nach vorne und auf die Konter haben wir 2-0 gekriegt und das war erledigt. Also wir haben heute einfach, wir müssen gerne nur gratulieren, heute einfach diesen Rat, diesen Tag. Johannes, zweiter Sieg in Folge, letzte Woche 3-0, daheim, jetzt 3-0 auswärts. 2-0, entschuldige. Kann man sagen, wir haben einen Lauf? Ja, das Interessante ist, dass wir letzte Woche schon 7 Spieler, also wirklich starke Ausfälle gehabt haben. Und diese Woche sind es wieder 6. Haben wir eine Karte dazu, eigentlich wieder 7. Und jetzt spielen einfach die Jungen und die sind ein bisschen unbekümmert und machen sich vielleicht nicht so viele Gedanken. Und ja, es funktioniert. Vielleicht hat man da aber das Glück, wenn man sich was traut. Aber wir wollen nicht einen älteren, soll ich sagen, Jahrgang dazu. Wir wollen halt die jungen Futtern auf und das ist das, was uns im Moment das Mannschaft auszeichnet. Ist der Abstieg für den Golm FC Schwunz noch ein Thema oder orientiert euch nach vorne? Von der Punkte her ist mein 20 Punkte immer noch nicht durch, das ist klar. Aber ich habe schon nach dem Thüringer Spiel, ich denke immer gegen vorwärts, nicht gegen rückwärts. Da muss man da ein bisschen zittern, manchmal wenn der Spieltag sich so entwickelt. Aber wenn man die Spiele anschaut und resümiert, dann muss man sagen, okay, wir sind in einer Liga bestimmt nicht bei jeder Mannschaft, wo ganz hinterhalb auch nicht gehört. Gerade, was ist für Loch an denen? Also einzige positive heute war, Moral von der Mannschaft, das stimmt. Sie haben sich bis zur letzten Minute gekämpft und ackert. Fußball ist schon gesagt heute. Und wir müssen Scheiß drin. Solange der echte Scheiß möglich ist, müssen wir alles probieren. Und schauen wir am Schluss, ob wir genug. Was uns noch interessieren würde, du bist ja bis im Sommer in Lochau Trainer. Gibt es schon Neuigkeiten, was du nächstes Jahr machst? Ah, nicht fix, aber ich glaube, dass wenn was kommt, dass er mir passt, würde ich schon nennen und überlegt dann alle so eine kleine Pause. Aber ich warte noch, dass es zu mir einfällt. Man hört ja immer wieder, dass Alltag-Amateure ein Thema sein kann. Ist da was dran? Ja, das Thema ist schon wenig. Ich habe Gespräche gehabt, aber es ist nicht eingefallen. Und ich würde nicht gerne in der professionelle Arbeit kennen. Ich würde viele arbeiten im Amateurbereich.
Und ich denke, dass sich schon irgendwas ändert. So schlecht bin ich auch wirklich schon. Ja, das stimmt. Ein wichtiges Spiel haben wir noch im Cup. Das ist am Mittwoch. Auswärts in Hohenems, Viertelfinale. Was können wir uns da ausrechnen? Der Cup beginnt so eine andere Saison. Ich sage, das Positive von heute mitnehmen, Moral. Das Spieler ist wieder zugegeben. Ich bin ein starker Gegner, aber deswegen kann ich alles möglich und wir wollen weitergehen. Das ist unser Ziel und schauen, ob es genug ist. Ja, vielen Dank, das war's. Danke an Johannes Netzer vom Köln FC Schruns und an Trainer Radim Lakalovic vom SV Lochau. An dieser Stelle darf ich noch einen Gruß an allen Planovic schicken, der heute leider nicht da sein kann aufgrund eines sehr traurigen Unfalls. Ein guter Bekannter von ihm ist zu Tode gekommen, er ist heute am Nachmittag auf der Beerdigung. An dieser Stelle den Hinterbliebenen der Familie und an den SC Bussach unser Beileid vom SV Lochau. Wir sehen uns wieder am 1. Mai, es ist ein Donnerstag, im Heimspiel SV Typico Lochau gegen FC Schwarzach. Vielen Dank an euch alle, gute Reise und vielleicht bringt noch ein bisschen bei uns. Danke.